Warum denn? Hallihallo und einen wunderschönen Ostersonntag, liebe Kasper-Kasperinnen, Kasponauten, Ober- und Vorderhinterseiten und neben Kasper, Kasper in Ausbildung, Kasper im Ruhestand, Kasper im Urlaub und natürlich auch, liebe Osterei-Sucher, Osterei-Verstecker, Osterei-Bemaler, Osterei-Peller und Osterei-Bratter. Mein Name ist Arbeitsbulli und bei diesem Overlay sagen die Leute gewohnheitsmäßig gar nichts. Denn heute geht's nicht um unseren Bumsli, sondern wir machen was Schönes. Und was, das erfahren wir gleich, wenn ich das Video anfange. Und das werde ich jetzt tun. Gibt's was Neues über Bumsli? Nicht wirklich neu. Er wurde in Nürnberg und in Emskirchen gesichtet. Und in Zobes gab es wohl ein paar Hupereien und die Nazi-Schanze ist jetzt etwas bunter als vorher. Okay, muss man nicht gut finden. Aber ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und man weiß ja nicht, vielleicht war es auch die Antifa. Die machen ja auch ganz gerne mal Hüttenbunt. Aber jetzt fangen wir an mit dem Video, ohne uns die Stimmung mit Bumsli-Material versauen zu lassen. Los geht's. Ahnt ihr schon, wer kommt? So, Leute. Na, habt ihr ihn erkannt? Ja, es ist unser Outdoor-Leon. Er ist noch für uns in Hamburg unterwegs, um uns zu zeigen, was an dieser Stadt so schön und besonders ist. Und ihr wisst ja, in Hamburg gibt es eigentlich viel zu sehen. Servus, grüßt euch, ich bin's wieder, euer Leon. So, ich habe das Vergnügen auf einem Betriebshof einen... Ein Glück. Also ich hatte jetzt wirklich die Befürchtung, dass er vor dem Eingang des Hotels steht, in dem er untergebracht ist. Und wenn das ein Hoteleingang wäre, dann würde ich sagen, flieht, ihr Narren. Uralten Bus aus dem Baujahr 1986. Okay, also Baujahr 86 ist uralt. Liebe Zuschauer, die ihr Baujahr 86 oder älter seid, wie geht's euch denn? Habt ihr gutes Internet im Museum? Bekommt ihr auch genug zu essen? Gut, fein. Danke, Leon. Ich fühle mich jetzt übrigens auch irgendwie alt. Und auf dem Betriebshof in Hamburg, mir den jetzt mal genauer anzugucken. Ich zeige euch mal von vorne, dann schauen wir uns den von innen an. Gute Idee. Von der Seite und von hinten könnten wir auch. Der fährt echt nach Hamburg und guckt sich alte Busse auf dem Betriebshof an. Er ist schon speziell. So. Och, da steht sogar Museumsbus. Haben die Busse in Hamburg alle diese Lackierung? So, dann geht's hier rein. Mhm. Dann hat man guckt. Hier. Ja, okay, das ist jetzt aber doch schon eher rustikal, hätte ich mal gesagt gehabt. Da ist ja gar kein Navi drin. Toll. Echt toll, du. Aber schön viel Knöpfe. Das ist ein altes Mikro. Ein Schmuckstück. Ach, das sind die Ziele, genau. Hey. Ach, schau, das Navi hängt quasi da oben. Hey, Leon, steck der Schlüssel. Komm, wir drehen eine Runde. Das ist ein Schmuckstück. Das ist ein Schmuckstück. Ja, lass mich da noch dann hin. Ja, klar. Nee, erst Leon. Das auch irgendwie fotografieren kann. Ja, das ist doch Hammer. Da ist das der Hebel, genau. Ja, und da ist sogar noch ein Hebel. Genau, das waren die Türen. Da noch so ein altes Ding da noch. Ja, geh mal aussieht. Jawohl. Ja, mal da. Alter, da muss der Lilliputaner gewesen sein. Lilliputaner sagen wir heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wie wir heute sagen, aber wir benutzen einen anderen Begriff. Ja, ich habe überlegt, Alter, 5 war 80, ey.
glaube 86 glaub ich, war draußen, ne? Ne, da spielt er vorher 85. Wo da drin? 85er sogar. Siehst du das? Habe ich mich verdorben. Na, der Bus daneben scheint aber neuer zu sein. Mit so einem Ding sind wir echt mal auf der Autobahn rumgefahren. Macht nichts. So, Leute, Schatz, ja. Ganz toll. Noch so eine richtig schöne. Oh, cool, habt ihr gesehen? Ein Notausstieg auf dem Dach. Ja, alter Bus, ne? Ja, schön. Toll. Ja, klasse, so ein richtiger Bus. Könnt ihr gerade noch dieser Knochenschlüssel rein? Fixt es? Der Knochen, da weißt du, ja. Diesen Knochenschlüssel, ja. Ach, Knochenschlüssel, ich hab jetzt Knochenschüssel verstanden. Hab gedacht, die kochen sich jetzt dann noch eine Suppe im Bus aus irgendwelchen Knochen. Also Leute, so sieht der aus. Hochflug. Ach, so sieht der Bus aus, ne? Faszinierend. Das ist übrigens ein Bus, kein U-Boot. Ich wollte es nur mal erwähnen. Cool, ne? Genau. Und da auf der Treppe waren wir gesessen. Also das war damals auf der Autobahn, ich hab's ja gerade angedeutet. Da waren wir auf einer Klassenfahrt. Ja, und für die Rückfahrt hatte das Busunternehmen keinen Reisebus, sondern nur den Linienbus frei. Und haben so gesagt, okay, dann holen wir die Idioten halt mit dem Teil ab. Und über mit dem bei die Autobahn. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Da kann man sich auch nicht anschnallen drin. Aber es war mal lustig. Schau mal an. Die Tür kann man auf und zu machen. Das war quasi damals so eine Art Klimaanlage. So sieht das Ganze aus. Aha, ja. So, das war jetzt der erste Teil vom ersten Bus. Den kommt noch ein zweiter Bus. Mindestens folgt zugleich. Jetzt habe ich Angst. Wow. Moment, was sind das für Geräusche? Geil. Wer stellt sich hinter einen Bus, um zu filmen, wie er da klingt? Also, abgesehen von Leon jetzt. Habt ihr die Tonlage erkannt? Warum stehen da jetzt alle Busse mit laufendem Motor? Muss ich das verstehen? Das ist ja cool, ey. Der Bus bewegt sich. 24. Wir fahren. Leute, wir fahren mit dem Bus. Wir kennen uns in Hamburg eigentlich nicht so aus, aber du bist ja der Hamburg-Spezialist. Du kennst dich aus, wo wir schönes Fotoshooting machen können. Ja, ich hoffe mal, dass der Busfahrer sich in Hamburg auskennt. Nicht, dass er jetzt irgendwo also komplett verfranst und dann quer im Elbtunnel steht oder so. Dass wir halt nicht auf dem Betriebshof irgendwie sind, wenn die das dann nicht wollten. Boah, Spitzensound. Einwandfrei. Das ist Hamburg. Das finde ich toll, ey. Oh, ganz schön laut die Karre. Wow, wow.
Das ist Gegenverkehr in Hamburg. Und das ist jetzt eine freie Straße in Hamburg. Wow, da war ich gerade mal 4 Jahre alt. Und so lange betreibst du das schon? Ja, wir haben das eigentlich zusammengebracht. Ah. Das war bei 91 in der Gemeinde. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich den Ton lauter mache, damit man eine Chance hat zu verstehen, über was die reden, dann ist der Bus so unfassbar laut, dass einem die Ohren wegfliegen. Mache ich so leise, dass man vom Bus keine Kopfschmerzen bekommt, versteht man nicht, was ich sage. Waren die Busse damals wirklich so laut? Ich habe das gar nicht so laut in Erinnerung. Ja, das hast du ja schon. Also, du bist ja nicht gemacht, dass die Scheibe irgendwie, ne? Und schaut mal, wir fahren auf eine Brücke zu. Seht ihr auch mal was von Hamburg? Leo, ja. Machen wir hinten die Tunnelaufnahme auch dann. Machen wir gleich. Das ist geil, Alter. Erst von vorne ein bisschen und dann von hinten. Yeah. Von beiden Seiten. Yeah. Keine Ahnung, worum es geht, aber erst von vorne und dann von hinten ist eigentlich immer ganz gut. Ist auf das Schild vielleicht Bahnhof Altona auch in groß irgendwo? Jetzt frage ich mich gerade, wer fährt eigentlich den Bus? Also ich hatte Hamburg irgendwie anders in Erinnerung. Also da hatte ja wirklich einen Haufen Nummern drin. Das ist ja echt der Hammer. Dinger hat. Könnt ihr mal kurz ruhig sein? Das hier ist jetzt, glaube ich, diese Reeperbahn. Ihr wisst schon, wo früher diese Seilmacher, also die Reeper, gearbeitet haben. Heute wohnen da die Rapper. Man wollte es aber nicht in Reeperbahn umbenennen. Oder hieß das Rebschläger? Ich glaube, der Beruf hieß Rebschläger. Oh, schaut mal, ein Greenyard. Was auch immer das ist, aber es gibt ein Greenyard in Hamburg. Wusstet ihr das? Mir war das neu. Scotland Yard kenne ich, aber Green Yard? Ach, ist das schön. Links sehen wir ein schönes blaues Gebäude. Wow, das ist ja wirklich ein toller Sound. Ah, das ist sehr gut. Jetzt sitzen wir hinten, damit wir mehr von der Stadt sehen. Immer gut bei Stadtrundfahrten, wenn man hinten sitzt und dann einfach nur geradeaus den Bus entlang starrt. Das kommt gut. Da wird man nicht abgelenkt, zum Beispiel, weil man dauernd auf den Eiffelturm guckt oder so. Ist doch so, wenn du durch Paris fährst und guckst die ganze Zeit auf den Eiffelturm, du siehst überhaupt nichts von den ganzen Sehenswürdigkeiten, weil du von diesem blöden Blechding abgelenkt bist. Und so guckst du starr nach vorne und siehst, links ist ein Netto, rechts ist ein Parkplatz, ist doch toll. Da parken Autos, das ist wunderbar, aber kommt eine Pommesbude. Das ist echt Hamburg. Hey, da steht ja einer. Also im Bus vorne. Ja, darf der das? Oh, da ist wieder ein blaues Gebäude. Und noch eins. Und noch, oh wow, 3 Stück. Da hat aber einer einen Schwager, der bei der Farbfirma gearbeitet hat. Das kennt man ja. Da
da stehen Mulden und noch mehr blaue Gebäude. Blau mögen die Hamburger scheinbar. Oi. Das waren Hamburger Schlaglöcher. Original hanseatische Schlaglöcher, die gibt's nur in Hamburg. Okay. Hey, Bruder. Jo? Ja? Oh, Moment. Den Laptop auch noch. Ach Mann, ich hab gedacht, wir halten an und steigen mal aus. Sind wir schon da? Ich hab auch einen Freund. Ach so, okay. Aber der muss noch ein bisschen dauern. Ja, den Rest sind wir an 30 Kilometer, den Rest haben wir den zurück. Hab ich den Kleber gestellt. Ja, kommt er irgendwann auch mal nach Hamburg rein? Das sieht jetzt irgendwie alles so nach Gewerbegebiet außerhalb aus. Also da können wir erzählen, dass wir echt eine kostenlose Sonderfahrt. Ja. Das ist echt super. Oh, habt ihr das mitbekommen? Die bekommen da gerade eine kostenlose Sonderfahrt. Das finde ich natürlich mal richtig geil. Also das ist so, das freut mich natürlich auch für Leon. Er ist ja so begeistert von Bussen und Nahverkehr. Also dass dann der Betriebshof sagt, kommt Jungs, steigt ein, wir drehen einfach mal eine Runde. Also das finde ich ja mal richtig geil. Da gehen also Grüße raus an Hamburg. Das ist echt ein netter Zug, also da bin ich gerade begeistert. Oh, guck mal, die Brücke, die sieht genauso aus wie die vorhin. Ich glaube, da haben sie einfach den Bauplan kopiert. Oder wir fahren einfach gerade wieder zurück, das könnte natürlich auch sein. Ich höre den Blinker nicht. Hört ihr den Blinker tackern? Das ist der, ja genau, das ist der, Gelenk. Ja. Das sind Oh, guck mal, Mülleimer. Mensch, die Hamburger haben echt alles. Straßen, Mülleimer, Parkplätze, Häuser. Das ist der Wahnsinn. Da haben sie irgendwelche Panzersperren hingelegt, damit keiner parkt. Ich glaube schon, ja. Kommt da Mercedes? Warum auch immer. Oh, wir halten an. Wir sind da. Ja, siehst du, hat auch super geklappt. Ja, schade. Stadtrundfahrt schon beendet. Viel gesehen haben wir nicht. Ja. Tschüss. Also, danke, ne? Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch mal geil von denen, oder? Dass sie da einfach sagen, kommt Jungs, wir drehen eine Runde. Nee, das finde ich super. Lauter machen? Dienstbar hast du den Raum. Das passt, das ist genau richtig. Wohin da hinten stand? So, damit einen wunderschönen guten Tag. Hallo, wo bist du denn jetzt? Der Leon Elektronik zurück, zweiter Tag, Hamburg. Starten wir in den Tag hinein. So, der erste Flug ist schon passiert. Was, der erste Flug?
Nee, Leon, das war ein Bus. Also Flugzeuge haben an der Seite so längliche Blechteile, Flügel. Das wäre jetzt in der Straße überhaupt nicht gegangen, weil da standen Rettungsautos geparkt. Da hätte es vielleicht ein paar Kratzer gegeben. Also das war jetzt nur ein Bus, der ist gefahren. Frühstück habe ich mich jetzt nicht gemeldet, wie ich es ja schon angekündigt habe im gestrigen Video. Aber jetzt sitze ich schon beim Mittagessen und in einem wunderschönen Troll, direkt an der Landungsbrücke. Ich zeig's mal hier. Blockbräu, das klar. Was soll man in Hamburg auch zeigen, wenn man direkt an den Landungsbrücken essen geht? Welche Brauerei das ist? Brauhaus an der Landungsbrücke. Da sieht man das gute Stück. Ah, okay, so sehen wir auch was von der Umgebung. Gut, da hat dann die Druckerei wenigstens mitgedacht. Ist ja auch mal was Schönes. Mit einer Brauhalle, wir haben hier eine Brauhalle, Eingangsbereich, Wintergarten, Brauerei. Und ein Turm. Leon, könnten wir auch mal einen Blick aus dem Fenster werfen, eventuell? Das fände ich cool. Was? Bierträger mit je 2 Flaschen und Gläsern für 10 Euro? Oder ein 2 Liter Siphon? Okay. Was ich nicht verstehe, warum füllen die das immer in grüne Gläser ab? Grün ist doch, also grünes Glas. Das sind ja keine Gläser, das sind ja Flaschen, aber grünes Glas. Also für mich ist grünes Glas für Wein gedacht und nicht für Bier. Bier gehört in braunes Glas oder in Fässer. Oder in den Papa rein. Genau, und dann haben wir hier ein Rotbier von denen. Super. Ein Rotbier? Was ist denn Rotbier? Also ich kenne Rotbier. Das ist amerikanisch, aber das ist überhaupt kein Bier. Das ist ja ursprünglich so ein gekochtes Zeug aus Wurzelextrakten, die jetzt aber nicht mehr verwendet werden dürfen, weil die krebserregend waren. Seitdem ist es rein chemisch und schmeckt wie Bazooka Joe. Kennt ihr den noch, diesen Kaugummi mit den Abziehbildern drauf, die man sich als Tätowierung dann irgendwo hingepappt hat? Genau so schmeckt das Zeug. Und ich stehe total drauf. Ein Helles. Und der Tommy hat ein Helles. Auch Blockbräu. Auch Blockbräu, ne? Also 2 verschiedene Haus. Genau. Wir sind beide gut ausgeruht und jetzt geht's wieder neu in den Tag mit einem guten super Essen. Wenn es dann nachher da ist, zeige ich euch heute, ich esse ein gutes Steak. Ein Hamburger Steak. Und ich im Back. Ein Hamburger Steak? Also okay, er meint mit Hamburger jetzt, es kommt aus Hamburg nicht, es ist ein Hamburger, der sich als Steak tarnte. Das ist ein bisschen verwirrend, seit die Amis alles, was aus Hackfleisch ist, als Hamburger bezeichnen. Keine Ahnung, wo die das herhaben. Fisch mit Backfisch. Also weil Pommes. In Hamburg das so Tradition, genau. Mit, wenn, dann muss man da hier Backfisch essen. Bestler Leute. Ja, also wenn ich schon in Hamburg bin, dann würde ich da auch einen Fisch essen. Oder noch weiter nach Norden fahren, schön Krabbenpulen. So muss sein, Leute. Ich hab's euch gesagt, wundert euch nicht. Ich habe euch gesagt, wundert euch nicht. Momentan ist der Tommy im Hintergrund. So habe ich ja aber gestern Abend ja schon rein gesagt, dass er jetzt vorerst aber im Hintergrund bleibt. Ja, ist ja alles in Ordnung. Schön wäre, wenn die Gespräche der Tischnachbarn auch ein bisschen im Hintergrund wären. Die sind doch arg laut. Leon, sprich doch mal ein Machtwort. Sag denen, Leute, ich arbeite hier. Ihr stört mich. Aber mehr dazu gibt's dann, wenn die... Oh. Da war tatsächlich einer. Moment. Also da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Die große Hölle, sagen wir mal, vorbei ist. Und viele von meinen Treuesten wissen schon. Was, die große Hölle? Die große Hölle ist vorbei. Also derzeit läuft eine große Hölle und deswegen hält er sich im Hintergrund. Habe ich mal wieder alles verpasst? Na? Also es ist, wir müssen es noch nicht breit klopfen sozusagen. Nee, aber... Es soll... Ihr wisst, die richtigen Fans, ihr wisst es, ne? Ja, ich weiß natürlich wieder nichts. Aber das bin ich ja gewohnt. Ihr kennt ja meinen Ausspruch schon. So. Nein. Ich grüße dich zwar... Und dann schaut mal kurz her, wenn ich mal eine Ausblende fährt, dann fährt das so im Hintergrund.
das müssen wir jetzt einfangen. Oh. Da kommt ein Kahn. Aber was hier riesen ist, voll dick. Hüge Checks on Wille. Checks on Wille. Das ist ein Oschi. Und der wird sogar im Schlepptau von einem Schlepperboot vorne. Ein Autoliner? Also ich kenne Eyeliner. Meinen die damit jetzt, dass das Ding Autos transportiert oder dass es automatisch fährt? Autoliner. Ja eben, gerade rede ich davon. Nein, da kommen so, die Pferde. Also dann was, da kommen Pferde? Toll, ne? Sieht man sogar mal ein größeres, und zwar mit einem größeren Kahn. Als gestern, ne? So, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher. Und dann gibt es alles weitere dann, was es noch mit euch zu besichtigen gibt. Okay, dann esst ihr beiden jetzt erstmal in aller Ruhe und danach sehen wir uns weiter. Auch euer. Danach sehen wir uns weiter. Ist heute wieder gut in Deutsch. Euer Tom im Hintergrund. Euer Tom im Hintergrund und euer Leon im Vordergrund. Moin, moin, Hamburg. Toll. Ja, doch. Kann man lassen. So Leute, schaut her, da haben wir jetzt das gute Steak, das Hamburger Steak. Und mein Herr, wie fanden Sie das Steak? Oh, ganz einfach, ich habe die Kräuterbutter angehoben. Ja, kommt ja auch. Mit einem guten Krautsalat und Pommes. Den Krautsalat bin ich im Moment etwas vorsichtig nach dem Schock. Aber anders mal in einem anderen Video. Und hier? Sieht doch ganz gut aus, aber das ist ein Kombi-Salz. Backfisch. Backfisch. Original. Mit Zitrone, ne? Original. Da brauchst Zitrone dazu. Wenn es paniert ist, muss Zitrone mit bei. Und das lassen wir uns jetzt gut schmecken und dann sehen wir uns später, wenn die Teller leer sind. Ja, dann ist auch schön leer, ihr wisst, sonst wird das Wetter kacke. Länger, also muss ich wirklich sagen, echt top. Und Kompliment an die nette Bedienung, danke für die Widmung. Vielen Dank. Sehr, sehr nett. Was, die Bedienung hat eine Widmung? Hat die irgendwie herzliche Grüße in den Backfisch geritzt, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme hier gerade überhaupt nichts mit. So herzlich sind die hier in Hamburg, einfach toll. Was ich schon jetzt hier in Hamburg erlebt habe, auch habe alles so herzlich, wunderbar. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war einmal in Hamburg als Kind, das war sehr praktisch. Mein Vater hat bei einer nicht ganz kleinen deutschen Firma gearbeitet, war da im Außendienst und das Unternehmen hat sogenannte Netzkarten angeschafft. Also das war damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das waren Karten, die ein ganzes Jahr gültig waren und damit konnte man mit jedem öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland fahren, mit erster Klasse. War wirklich toll, die hatten mehrere davon und an Wochenenden, wenn die nicht gebraucht wurden, haben dann die Kollegen untereinander ausgemacht, wer die bekommt. Dann konnte man einfach mal sagen, gut, ich habe jetzt zwei Netzkarten, da nehme ich meine Partnerin oder eins der Kinder und steige einfach mal samstags morgens in den Zug ein, fahre, was weiß ich wohin, nach Hamburg, nach München, nach Flensburg, gehe dort ein Eis essen, steige wieder in den Zug nach Hause und bin abends wieder zurück oder so. Also man konnte da echt so einen Blödsinn machen, das war toll. Haben wir auch ein paar Mal gemacht und einmal sind wir ein paar Tage nach Hamburg. Da haben wir einen Geschäftsfreund von ihm besucht. Der hat gesagt, er könnte auch bei mir übernachten. Das war toll. Und waren alles super freundlich, besonders der Hund, womit ich allerdings nicht gerechnet hatte. Also er hat uns vom Bahnhof abgeholt, hat dann auf der Fahrt gesagt, Leute, wenn wir jetzt zum Haus kommen, bleibt erstmal draußen stehen. Ich habe einen relativ großen Hund und der mag keine Fremden. Und was der überhaupt nicht mag, sind Fremde, die aufs Grundstück kommen. Und dann macht er die Haustür auf, versucht sich an diesem Hund vorbei reinzuschlängeln. Und der Hund kommt raus und stürzt auf mich zu. Gut, er ist mir dann die drei Tage nicht von der Seite gewichen. Das war so Liebe auf den ersten Blick, fand ich toll. Aber im ersten Moment ist mir doch das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Zum Glück war kein Klops drin, sonst hätte das Herz keinen Platz gehabt. Ach so, Leon, du bist auch da. Ich mach mal mit ihm weiter.
Und eins bleibt gewiss. Das war heute definitiv nicht der letzte Besuch, wo ich mich privat durch Hamburg umschleiche, und zwar an verschiedenen Dingen. Ne? An verschiedenen Locations. Ich werde wiederkommen. Also, ja, das finde ich auch gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Gastronomie, manche Leute denken da gar nicht dran, dass die Kunden sich das auch merken und sagen, ey, da gehe ich doch nochmal hin. Essen war gut, die Leute waren freundlich, gerne wieder. Jetzt demnächst, und zwar wieder, wird es jetzt auch demnächst von mir mehr Videos geben, auch von Hamburg. Mhm. Genau. Ja. Wann ist eigentlich wieder Hasengeburtstag? So mache ich das. Gut. Ja, und der Tommy hat ja zu... Leon, also Hafengeburtstag wäre was für dich. Da kann man zum Teil auch Schiffe besichtigen, so drauf. Also richtig aufs Schiff drauf. Das war damals Hafengeburtstag, als wir in Hamburg waren. Da konnte man auf so ein paar Schiffe drauf. Fand ich ganz interessant. Zusätzlich zu seinem Bier, und zwar sein Korn getrunken. Einen Bismarck. Genau. Ich sage jetzt einfach mal einen Korn. Naja, kannst ja ruhig den Namen Bismarck. Ja, hört doch schon, hört dich doch. Bismarck. Ja, das war die Werbung. Korn, ne? Heißt du. Und ich habe jetzt hier, hier drin, seht ihr das, was ich in der Hand habe? Das sieht wie eine Tasse aus, würde ich mal sagen. Das ist mein Korn. Das ist böse. So, jetzt hat der Leon auch einen Korn verschluckt. Also, in diesem Sinne, leid. Dann sehen wir uns nachher bei der nächsten Location. Und ja? Dann gibt es weitere Neuigkeiten. Gut. Bis bald. Also bis später. Ja, alles klar. Hau rein. Dürft gespannt sein, was euch heute so erwartet. Ja, wir haben noch 6 Minuten vor uns. Da kann alles passieren. Ne? Also bis dann. So. Huch. Also dieser Vorhang da im Hintergrund, der triggert mich so maximal. Leute, da melde ich mich zurück. Hallo. So, auch. Nun, zurück im Hotel. Hotel Alte Wache in Hamburg. Ihr habt es schon gesehen. Richtig krasse Sachen erlebt für den Tag. Wieder eine erneute Hafenrundfahrt. Gut, die Hafenrundfahrt haben wir noch gar nicht gesehen, aber das geht eine Stunde. Gehabt, dann habt ihr gesehen, danach eine Hafenrundfahrt gehabt, dann eine schöne Bustour, also war richtig, richtig toll. Ja, also das mit der Bustour, da bin ich immer noch ganz fasziniert, dass die am Betriebshof einfach mal so spontan gesagt haben, steigt ein, Jungs, wir drehen eine Runde. Das finde ich geil. Und ja, und die restliche Zeit dann noch ein bisschen mit ein paar Sehenswürdigkeiten verbracht. Ja, welche denn? Also von den Sehenswürdigkeiten haben wir jetzt so in der Form wenig mitbekommen. Ja, Hamburg. Ich bin in Hamburg und das kann ich euch auch bestätigen, denn ich habe jetzt mir ein Souvenir gekauft. Hier, da steht's drauf, Hamburg. Ist das ein Flaschenöffner? Ein Bieröffner aus Hamburg. Also, ich bin in Hamburg, Leute. Es gibt wirklich Leute, die Flaschenöffner benutzen? Ohne Mist. Ist nicht gelogen. Und, ja. Leon, hast du an meine Stocknägel gedacht? Wir haben mich jetzt auch schon angeschrieben. Leon, hast du die Serie Becker Wing schon getroffen? Ach ja, genau, da war ja was. Schwärmst doch so von der da. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ja, ich sitze jetzt zwar hier in Hamburg. Ja, lass mich raten. Die Rebecca Wing ist wie damals Alblali vom Rainer nach Japan geflüchtet. Also, das würde ich aber persönlich nehmen. Aber diese Rebecca Wing ist nicht da. Die ist nämlich selbst in die Ferien gegangen. Meine Ferien sind Hamburg, und Becky ist, also diese Rebecca Wing ist
auch in die Ferien gegangen. So. Ja, nichts wie hinterher. Du warst doch vorhin im Bus. Hättest du dem guten Mann nicht sagen können, folgen Sie dieser Becky. Außerhalb von Europa. Okay, da kommt man mit dem Bus gelegentlich etwas schlechter ran. Das ist, gerade wenn es dann über größere Gewässer geht, haben Busse oft mal Probleme. Oh Mensch, Leon, das ist aber schade. Glück, ganz toll, ne? Glück auf, ne? Wir mal sagen dir, ne? Nee, Glück auf hat jetzt wieder was anderes. Das ist eher bei den Bergleuten, aber ist okay. Ganz klasse, echt. Ne, sehr egal. Ich habe meinen Spaß trotzdem gehabt in Hamburg. Ich bin ja nicht alleine wegen der Becky hier runtergefahren, sondern allein schon wegen diesem Spiel. Ihr kennt es doch auch, dieses OMSI-Spiel, OMSI 2 Hamburg. OMSI? Ach, Omnibus-Simulator. Und mich wollte mir mal die Strecken anschauen, ob die wirklich realitätsgetreu nachgebaut worden sind, ob die in Realität genauso ausschauen. Also diese Begeisterung muss man auch erstmal haben. Dass man einen Omnibus-Simulator spielt, der in einer Stadt fährt, dass man in diese Stadt fährt und sagt, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal die Strecken an, wie detailgetreu das nachgebaut ist. Das ist schon faszinierend. Und auch die Fahrzeuge, und es ist wirklich alles 1:1 und ja. Echt cool. Ja, jetzt bin ich wieder im Hotelzimmer. Also das bedeutet, man könnte mit diesem Omnibus-Simulator Hamburg quasi wirklich kennenlernen. Wenn man mal irgendwas sucht in Hamburg und ortsfremd ist, könnte man das vorher schon mal mit dem Omnibus-Simulator anfahren, um sich an die Strecke zu gewöhnen. Das wäre ja lustig. Deswegen fand ich auch für diese Idee mit diesen Google Street Maps eigentlich ganz gut, wenn man irgendwo hin muss und kennt die Strecke nicht, kann man das quasi in Street View quasi zumindest das letzte Stück durchfahren und hat dann so einen Wiedererkennungswert, weil man es aus der Sicht des Autofahrers schon mal gesehen hat. Nur Google ist halt Google und fängt immer was an und stellt's dann wieder ein. Es geht jetzt gleich auf 2:30 zu in der Nacht. Und der Tommy, habt ihr mitbekommen, mein Freund, der beste Freund Tom von mir, ist ja mit dabei und eine Etage drüber, oder? Der ist 2 Stockwerke über mir. 2? Da scheppert's ja noch mehr, wenn die U-Bahn durchfährt. Ich bin nämlich im Erdgeschoss im Hotel untergebracht. An der Tom im zweiten Stock. Jetzt ist aber leider schon der zweite Tag in Hamburg rum. Und morgen geht's wieder zurück nach Bayern. Also wieder zurück ins Bundesland Bayern, wieder zurück nach Erlangen. Also in meine Heimat Erlangen. Und dann hat sich der Ausflug nach Hamburg mal wieder gelohnt. Ich habe auch tolle Sachen mitgenommen. Das werdet ihr jetzt auch demnächst in meinem Hintergrund feststellen, dass ich neue Schilder habe. Diese Schilder werde ich aufhängen. Da steht dann Hamburg. Nicht spoilern. Wir wollen gerne überrascht werden. Ein großes Schild. Hamburg. Nicht spoilern, Leon. Hamburg, meine Perle, steht da drauf. Hamburg, meine Perle. Steht da drauf, ein Blechschild habe ich mit. Perle? Also ich kenne nur die Perle Tirols. Genau, dann habe ich noch ein kleines Blechschild, das werde ich mir neben meinem Computer dann hinmachen. Also ist richtig, richtig, richtig toll. Was steht auf dem kleinen Blechschild? Hamburgchen, meine kleine Perle. Und dann auch dieser Souvenir hier, dieser schöne Bieröffner. Also echt, echt cool, so ein Bieröffner. Mit Hamburg drauf. Einfach tolle so Souvenirstücke, die ich mitnehmen kann. Und ich habe in meinem Rucksack noch mehr solche Stücke. Ach gut. Ich hatte schon befürchtet, er hat meine Stocknägel vergessen, aber alles klar, er hat den ganzen Rucksack voller Stocknägel für mich. Souvenirstücke drin, ja, die ich dann mitnehme. Wieder zurück nach. Also, genau. Ja, ich wollte mich jetzt dann bei euch kurz melden. Ich muss jetzt auch sagen, es war ein richtig, richtig geiler Tag in
Hamburg. Es war richtig schön. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Wann das ungefähr ist, das kann ich noch nicht voraussehen. Vielleicht kannst du es diesmal mit der Rebecca Wing im Vorfeld abklären, damit sie dann auch da ist. Das, also würde ich so machen. Und dann sehen wir weiter. Und lasst euch gesagt sein, ich lauere überall. So. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen creepy, Leon. Genau. Und Hamburg war einfach also richtig toll. Ich bin sehr begeistert von Hamburg. Und Hamburg hat mich sofort überzeugt. Eine richtig tolle Stadt. Und jetzt geht's dann wieder zurück. Schade drum. Ich würde echt gerne noch ein bisschen hier bleiben, aber jetzt geht's dann wieder zurück. Na, also, meine Ferien sind dann wieder damit beendet. Ja, das ist natürlich immer schade, wenn es einem gefällt und man muss wieder zurück. Aber Leon, du kannst es positiv sehen. Du fährst ja mit dem Zug zurück. Du kannst dich auf die Fahrt an sich wieder freuen. Er fährt ja auch gerne Zug. Das hat dann auch wieder seine Vorteile. Ich fahre zum Beispiel überhaupt nicht gerne Zug. Also ich bin gern woanders, aber die Fahrt dahin geht mir unfassbar auf die Nüsse. Ich würde mich am liebsten beamen lassen. Das wäre genau mein Ding. Aber er fährt ja gerne. Dann wünsche ich euch allen jetzt eine gute Nacht. Ne? Und ab in die Fallen. Moin, moin, sagt man hier, ne? Moin! Wir sind doch in Hamburg. Das gibt's ja gar nicht, ne? Also, Hamburg, Servus. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder, wenn es dann zurückgeht, Rückreise. Also beziehungsweise oder später. Wir haben es ja schon mitten in der Nacht. Also, bis dann. Okay. Ja, das war Leon in Hamburg, Teil 2. Ach, wisst ihr was? Wir sind bei 42 Minuten, es ist Sonntag. Irgendwie habe ich Bock, noch was ganz Kurzes dran zu hängen. Habt ihr auch Bock? Moment, ich pausiere mal kurz und pflege das hier ins OBS ein. Und dann machen wir noch einen Shorty hinten dran. So, und dann würde ich sagen, weiter geht's mit dem nächsten Video, in dem gar kein Leon vorkommt, sondern jemand anderes. Na, kennt ihr den noch? Unser Universal-Kampfsport-Experte. Ah ja, apropos, da möchte ich mal mit einem Vorurteil aufräumen, dass keine Ahnung warum sich seit Jahren hält. Diese ganzen Martial Arts heißt ja immer, das kommt alles aus Japan. Oder Quatsch, aus Asien generell. Es ist kompletter Blödsinn. Überlegen wir mal. Martial Arts, also martialische Künste. Wenn das aus Asien käme, warum benennt man es dann nach einem römischen Dichter? Denkt mal drüber nach. Ist klar. Also das wurde alles im alten Rom erfunden. Allerdings sah immer ein bisschen blöd aus, wenn die mit ihrer Tunika so einen hohen Tritt gemacht haben. Da hast du unten ja die Glocken von Rom bimmeln sehen. Also, wobei, da kommt das vielleicht noch her mit den Glocken von Rom. Wer weiß es. Also, müsste man noch mal genauer nachforschen. Ich setze mal Jens Gebolde dran. Aber jetzt gucken wir uns mal ein paar Minuten an, wie ein Profi im Wald trainiert. Du, Timo, außenrum gehen wäre vielleicht einfacher gewesen. Ah, nee, das wirkt irgendwie nicht. Moment. Ihr wisst doch bei so diesen ganzen Kampfsportfilmen, immer wenn die trainieren, gibt's so, ja, so Powermusik dazu, die das Ganze untermalt. Da, mal gucken, ich fange noch mal an und mal gucken, ob ich eine passende Musik dazu finde. Moment, okay, du kannst loslegen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl. Ja, ich würde sagen, das passt gut, oder? Was macht er jetzt?
Schlägt er jetzt den Balken durch? Hui, Akrobatik. Donnerwetter. Das Knacken in der Hüfte habe ich bisher gehört. Was war das denn jetzt für eine Bewegung? Na, trau dich. Komm, put, 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 hui. Wow, habt ihr gesehen, Ratschlagen für Akrobatoriker. Antäuschen und... Ah, das war gut. Das ist... Er ist mit Absicht hingefallen. Das ist ein täuschender Tritt, der direkt in den Bodenkampf übergeht. Also der Gegner wird zu Boden getreten und der Angreifer legt sich selbst auch hin, damit er ihn gleich packen kann. Das ist eine sehr geniale Technik, die lernt man nur im Shaolin-Kloster in Rom. Na, so? Was? Hui, habt ihr gesehen? Das war schon fast Kniehöhe. Weil ich mein Dojo kurz letzte Tage, sag ich mal, niemals aufgeben, niemals gratulieren. Niemals Deutsch lernen. Ja. Denn eine Kapitulation ist ein Eingeständnis von der Niederlage. Und Niederlagen gibt's nicht in diesem Dojo. Doch, einer sitzt gerade hier und brüllt in die Kamera. Ja, oft bin ich tief und meistens bin ich tief im Wald drin, manchmal Waldrand. Ja, also ich habe versucht, das mit Untertiteln, aber der wusste auch nicht, welche Sprache das sein soll. Weißt du, tief im Wald, da wo... Ja, der Wald ist schon mal... Wald Schönheit Geister gibt. Ah, im Wald gibt es schöne Geister. Gut, ich habe jetzt Rübezahl zum Beispiel noch nicht gesehen, aber der soll einen ganz hübschen Bart haben, ja, doch. Kommt natürlich drauf an. Gut, ich würde jetzt eher auf weibliche Geister im Wald stehen. Gibt es irgendwie noch Nymphen oder sowas? Man weiß es nicht. Da trainiere ich, da mache ich das, mit der ich Ameise, bin ich tief im Wald drin. Ich wünsche euch was. Er ist tief im Wald drin. Du bist tief im Wald drin, das sieht jetzt nicht gerade besonders tief aus. So, da bin ich ausgerutscht. Schlammig, sehr schlammig. Ja. Achso, okay, das war doch keine Absicht. Aber hinfallen gehört zum Business, deswegen gibt es ja viele Kampfstörer-Falltechniker. Ja, und eine hast du uns ja gezeigt, als wie man es nicht macht. Junge, wie außer Puste ist der jetzt eigentlich? Ja. Das MMA, Thai-Boxen und Kickboxen, das gibt mir was, ja. Was Thai-Boxen und Kickboxen ist was für Skipper. Macht man das auf dem Schiff. Und ich lieb, I love martial arts. Strike force, strike hard, no mercy, Cobra Kai never dies. I love you, my public. Ja, ich übersetze es mal ins Deutsche. Wenn man streikt, dann sollte man das publik machen, damit die Öffentlichkeit mitbekommt, hier wird gestreikt. You are best public of YouTube. Ja, auch wenn eine Publikation die Pest bedeutet, man kann es ja auf YouTube hochladen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob meine Übersetzung ganz fehlerfrei war, aber sinngemäß müsste es hinkommen. Ja, lass uns so ganz kurz, ich kümmere vielleicht noch was zeugen. Oh ja, aber übernimm dich nicht, du bist schon ziemlich außer Puste und die Kamera wiegt bestimmt auch so um die 200 Gramm, also nicht, dass jetzt noch der Sunny kommen muss mit dem Sauerstoffzelt. Ja. Special time for you. Seht ihr, wie tief der im Wald ist, das ist quasi Urwald. Weit und breit keine Spur von Zivilisation. Absolut keine Spur. Man sieht es, unberührte Natur. Jetzt kommt der Auto. Okay.
So. Ja, es ist... stäumig, ein ganz anderer Eindruck. Ja, genau. Was auch immer er gerade gesagt hat. Ich habe ja irgendwie ein bisschen Angst, dass, wenn er da im Wald rumhampelt, irgendwann mal der Förster ihn mit einem weitwunden Reh verwechselt oder so. Martial Arts, Kung Fu Move of this Great Stone is. Ah, okay, also er will jetzt auf Marsianisch diesen Stein bewegen, glaube ich. Es geht ja unter die Bergsteiger. Mach mal auf. Boah. Junge, cool. Habt ihr gesehen? Ohne fremde Hilfe den Fuß auf den Stein gestellt hat sie da. Wahnsinn. Hui. Wahnsinn. Er ist auf den Stein und wieder runter, ohne den Stein dabei zu beschädigen. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Und dazu auch noch eine Bewegung, die man mit dem Auge eigentlich kaum verfolgen konnte. Also ich habe das jetzt extrem verlangsamt, sonst hätte man nur einen kurzen Schatten gesehen. Habt ihr gesehen? Ich auch nicht. So schnell war das. Traust mir nicht. Wahnsinn. Kann man das irgendwo lernen? Braucht man da irgendwie einen Hochalpinkurs oder so? Boah. Ey, der war bestimmt bei den Fallschirmspringern. Aus der Höhe von einem Stein runterspringen. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Okay, die wenigsten haben zu Hause so riesen Klopper, ist klar. Aber bei solchen Fallhöhen, man kann sich übel verletzen. Na? Yes, sir! Ja, yes, sir, I can boogie. Alle Schranken der Welt zittern vor ihm. Hui! Ach, das war Laub. Ich hab gedacht, jetzt schießt das einen Schwubig. Hui! Und nun mach erstmal Pause, Junge. Du schnaufst ja schon wie eine Dampflok. Ja, also das war das Video, das er so hochgeladen hat. Ich hab da nichts dran gekürzt. Ja, schön. Haben wir wieder mal was über Kampfsport gelernt. Muss ja auch mal sein. Am Sonntag. Und man soll ja sonntags auch in den Wald gehen. Da haben wir das direkt mit abgekaspert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein bisschen Wald-Content noch am Sonntag dazu. Dann braucht ihr nicht selbst vor die Tür gehen. Und habt das hier vorm Rechner oder vorm Handy, je nachdem, wo ihr das seht. Gleich mit abgekaspert. Junge, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. So bast bin ich von dieser unfassbaren Show, die gerade geboten wurde. Das ist ja der Wahnsinn. Also, unglaublich. Dass ein einzelner Mensch zu sowas überhaupt fähig ist, da muss man jahrelang trainieren. Jahrzehntelang. Okay, ich bin dann mal den Rest des Tages buff. Ihr wahrscheinlich auch. Und wir sehen uns morgen wieder beim gewohnten Dragon Monday bei unserem liebsten Medienprofi. Und für den Fall, dass er ihn ausfallen lassen muss, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, denn wir wissen, er ist die Zuverlässigkeit in Person, dann machen wir das einfach hier. Okay, dann habt einen schönen Restsonntag, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, möge das mit euch sein.